Kurt, hallo. Moin. Endlich ist er da, der X-Tourer von Euromobil, der Konkurrent zum Hümer MLT. Den nehmen wir heute unter die Lupe. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Euromobil geht einen ganz anderen Weg als Hümer. Sie nimmt eine Kunststoffkabine, komplett aus GFK, Seiten, Dach und unten. Und ihr könnt gut den Unterschied erkennen. Bei Alukabinen habt ihr oft diese Wellen drin in der Aufbaukabine. Hier beim GFK nicht. GFK hagelresistent und auch leicht bei kleinen Unfallschäden zu reparieren. Ja, es ist reparaturfreundlicher als Alu. Genau. Zum Ausbessern, ne? Ja. Von Beulen und Schäden. Und dann noch ein Unterschied auch zum Hümer. Die Eingangstür liegt etwas weiter zurück oder etwas weiter hinten. Das heißt, hier habt ihr nicht das, geht aber schwer auf, nicht das Problem mit der Beifahrertür. Die kollidieren nicht, die beiden. Die kollidieren nicht, die ist jetzt abgeschlossen. Ja. Aber da passiert nichts. Da passiert nichts. Gleich neben der Eingangstür habt ihr auf dieser Seite, wir gehen ja nachher noch rein, die Kassette für die Toilette. So, das ist auch etwas anders zu öffnen. Der X-Tourer ist ja so ein Zwitter zwischen dem Hümer MLT 570 und 580. Fast genau in der Mitte. Der X-Tourer hat eine Länge von 6 Meter und 88. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. 6 Meter und 88. Der MLT 580, glaube ich, 6,98 Meter und der 570er 6,74 Meter. Genau. Damit ihr das mal wisst. Genau, und der Eurer dazwischen. Genau, der Eurer dazwischen. Die Garagentüren sind beide gleich groß. 80 in der Breite und 1,05 Meter in der Höhe. Ich denke mal, hier ist genug Platz für 2 Fahrräder, wenn nicht sogar noch mehr. So sieht heute Elektronik aus. Ein großer Lithiumblock von Victron Energy mit 330 Amperestunden. Daneben ein Multi-Plus-Gerät, wieder Victron Energy. So wie alle anderen Komponenten auch. Mal da rein. Sehr schön aufgeräumt das Ganze. Eine super Installation, leicht zugänglich. Und in dem Victron Energy ist ein Wechselrichter mit 3 kW, 3000 Watt integriert. Und cool aussehen tut es auch noch hier, ne? Mit der Verkleidung. Ja. Auf der gegenüberliegenden Seite kann man sehr schön die Heizleitungen der alten Warmwasserheizung sehen. Die Alurohre. Das ist eine richtig ausgeformte Kunststoffwanne, die Garage. Das haben sie cool gemacht. Wir haben uns das Auto vorher noch gar nicht richtig angeschaut. Wir finden es gut, auch ein bisschen uns überraschen zu lassen. Ah ja, den brauchen wir. 2x11 Kilo für die alte Warmwasserheizung. Und der Schlauch, der hier drin liegt, ne, der ist dafür da, wenn ihr euren Abwassertank ablassen wollt und könnt da nicht drüber fahren über eine Grube, dann könnt ihr das Abwasser über den Schlauch entsorgen. Ja. Hier ist der Einfüllstutzen für den Wassertank, Frischwassertank, Stromanschluss. Jetzt muss ich gucken. Warte mal, so rum. Ist ja alles neu für mich hier. Siehst du, hier kann man das feststellen. Ah, aufpassen wahrscheinlich, ne, beim Heizungstrieb. Ja, da würde ich aufpassen, dass ich das, dass da nicht so viel Hitze vom Schornstein reinkommt, von der Alde. Und das ist wieder ein richtiges Kunststoffformteil, der Unterflurstauraum. Ein kleiner Blick in die Installation. Ich sehe da hinten schon die Anlage der Alde, Warmwasserheizung. Ach, da steht's. Der Abgastermin darf bei Heizbetrieb nicht durch Türen oder Klappen versperrt werden. Ja. Also haben wir richtig. Außerdem tut es dem Kunststoff nicht gut. Eben. So, zu. Rahmenfenster. Ja. Schön, optisch schön anliegend. Hier fällt mir auch noch ein Detail auf. Die Kunststoffkabine mit den Eckprofilen ist richtig sauber verklebt hier. Da ist nichts mehr abgespritzt mit irgendwelchen Silikonstoffen. Das ist alles verklebt. Ich komme da ja jetzt nicht hoch, aber oben ist ein Dachträger integriert. Integriert. Ja. Gleich mit der Leiter. Da könnt ihr dann irgendwie
eure Kanuboote oder Schlauchboote transportieren. Was auch immer transportieren. Was auch immer. Und du hast eine Umfeldbeleuchtung, ne? Ja. Die Lampe da oben. Ja. Die findet sich an allen Seiten wieder, die Beleuchtung. Ja. Natürlich cool, coole Farbe, schwarze Leiter, oben schwarze Reling. Ich finde, er ist unheimlich schön gelungen von hinten. Ich finde, es gibt selten Wohnmobile, die von hinten auch gut aussehen. Ja. Ja, also das, diese Kunststoffteile, sie müssen ja da sein, ne, damit du die Lampen integrieren kannst. Teilweise steht das so weit ab und das trägt sehr auf. Und hier ist es dezent. Und du hast dadurch eine leichte Anschrägung mit integriert. Durch diese Anschrägung hast du natürlich einen besseren Böschungswinkel und dann schaffst du es auch über den Deich, ne? Genau. Und wer möchte, das finde ich ja auch nicht schlecht. Bertel, ja, also hier, das könnte man gut Reptoren. Ja. Ne? Habe ich gerade so mir überlegt. Ja. Okay. Komm, lass uns rein, ich bin neugierig. Ja. Kommt rein. Mülleimer hier vorne, kennen wir doch, ne? Ja, jeder muss da einen Mülleimer hinbauen. Das ist einfach genau. So. Genau. Hält. Gut. Sichtschutz. Kleines Ablagefach. Hier könnt ihr gleich eure Schlüssel reinlegen. Ich muss hier vorne gleich erstmal anfangen. Hier Ablagefach. Das ist jetzt in Filz, ne? Das kann man hier dran pippen mit Klett. Ja, so kleine Gimmicks halt. Genau. Ne? Ja. Hier wiederholt sich das nochmal mit Gummi, kleine Lämpchen. Wie geht das? Wo geht denn die an? Wie das weiß ich auch noch nicht. Ja. Geht nicht. Ach so, okay. Geht nicht. Okay. Okay. Ist schon kaputt. Macht nichts. Die da, geht. Die geht. Die geht. Das ist ein cooles kleines Ding. Süß. Ne? Hier, überall sind die. Der Sprinter ist schmal, ja. So. Guck mal, da vorne hängt ein Garmin-Navi. Ja. Hier vorne. Das ist das Street. Ein komplett anderer Grundriss. Nicht ganz komplett. Entschuldigung. Hinten die Längsbetten sind natürlich im Heck gleich. Beim Euramobil X-Tourer und dem Hümer MLT. Aber diese Sitzgruppe ist jetzt für mich neu, face to face. Man hätte sogar die Möglichkeit, wenn man unterwegs ist, man muss nicht unbedingt gleich die Stühle umdrehen. Man kann sich gegenüber sitzen, einen kleinen Imbiss zu sich nehmen und weiterfahren. Und muss nicht die Stühle umdrehen. Ja, das ja, finde ich ja. Ein Vorteil. Der Tisch ist klappbar. So, den kann ich dann drehen, wie ich möchte. Wenn ich ihn so und dann auch schieben, ist stabil und natürlich vergrößern. So, komme ich jetzt rum. Nee, ich würde ihn, glaube ich, so rum. Nee, warte mal. Das ist immer das Gleiche. Ich glaube, hier hat sich schon jemand draufgelehnt. Ne? Ja, der hängt ein bisschen. Der ja. Hängt ein bisschen. So, und dann kann man sich das zurechtschieben mit dem Tisch. So, 1, 2, 3, 4, 5, zur Not noch eine sechste Person. Aber da hat sich schon jemand draufgelehnt. Ja. Mit Gewicht. So. Oder die Bar-Version. Genau. Du kannst hier leichter durchgehen. Yes, ein ganz, also hier im vorderen Teil ganz anders und neu für mich. Auf jeden Fall. Ne, wir als Hümer MLT-Fahrer, das haben wir ja noch gar nicht erwähnt, müssen uns den ja hier natürlich anschauen. Touch. Ach, ja. Okay. Ja. Wir machen mal zu. Die fangen jetzt hier an zu quatschen draußen. Okay. Warte mal, jetzt habe ich die. Nee, nicht richtig. So. So, zu. Alles klar. Dann lass uns doch gleich mal hier vorne anfangen. Nein. Nein? Nein. Beleuchtet. Guck mal, das ist ja. Auch wenn ich jetzt vorweggreife, Nora, guck mal, der hat eine Beleuchtung innen, ja. Der Schrank. Ja. Wenn du aufmachst, geht Licht an. Ja. Fangen wir auf dieser Seite an, also ein Stauraum hier oben, die Ecken. Wenn du schon, oh, da passt viel rein. Da passt viel rein, die sind da tief. Da passt sehr viel rein. Die sind richtig tief. Ja, ja, auf beiden Seiten. Richtig tief, das stimmt. Aber hier, nicht wundern. Hier, unter der Sitzbank ist ein Staufach, unter dieser kleinen, komplett. Oh. Frei. Ja, komplett frei, genau. Guck mal, und da siehst du wieder die Wasserleitung, die Warmwasserleitung der Alderheizung. Diese Schlingen, diese Warmwasserführung ist im Boden des Fahrzeuges verlegt.
Du hast warme Füße. Ja, wir haben eine Fußbodenheizung. Genau. Fußbodenheizung. Moment, jetzt bin ich. Das ist alles neu für mich. Interessant, interessant, interessant. Ich muss ja eins zugeben, ist Geschmackssache. Aber diese Farbe ist nicht so ganz meins. Nee. Aber ich habe was zwitschern hören. Hellgrau soll es noch geben. Hellgrau. Das würde ihm stehen. Ja, das würde ihm stehen. Ja. Aber auf jeden Fall. Ja. Und da hinten könnt ihr wieder die Anlage der Alderheizung sehen. Das sind Ventile, damit, wenn Luft in der Heizungsanlage ist, ihr wie in einem Haus oder einer Wohnung die Wasserheizung auch entlüften könnt. Das sind ja richtige Konvektoren, richtige Heizkörper hier, ne? Remi, Verdunkelung vorne. Ganz klassisch. Ganz klassisch. Diese Rollos sind nicht zusammenhängend wie beim Hümer. Ihr könnt sie einzeln bedienen. Genau. Die laufen schön, gut. Ne? Ja. Auch verkleidet. Genau. Wie man das heute so macht. Ja. Jetzt gehe ich in die Küche. Das finde ich auch gut. Zum Autarkiesystem gehört, dass ihr auch mit Induktion kochen könnt. Ja, das läuft dann über deine große Lithiumbatterie. Ja. Die sich dann ja auch wieder oben über zwei Solarzellen oder den eingebauten Ladebooster aufladen lässt. Mhm. Waschbecken hier. Der Wasserhahn ist ganz witzig. Ach. Ihr könnt das variieren, das finde ich ganz cool. Du, und weil ich mag das immer, wenn man einen großen Ablauf hat. Ja. Ne? Ja, das ist ja witzig mit dem Auslauf. Ja, ja. Hier nochmal das Gummi. Du hast ja hier das Euramobil Xtura in der Vollausstattung. Ne? Der steht hier in der Komplettausstattung. Das Einzige, was fehlt, ist das Ersatzrad hinten. Mit dem Halter. Wer es vermisst. Mhm. Es ist aber in diesem Paket enthalten, bloß noch nicht montiert. Oberschrank, Oberschrank, Oberschrank. Jetzt hier auf dieser Seite. Mhm. Passt viel rein. Ich habe mich nur gerade gefragt, mein Teekessel und meine Thermoskanne, wo würde ich die? Ach, die sind fest, die Böden. Die sind fest. Okay, ich guck weiter. Oh, pass auf, das geht ganz von allein. Zu. Ui. Ja. Ja. Maximal 15 Kilo, kommt mir irgendwie bekannt vor. Die Gasabsperrhähne hier auch in der Besteckschublade. Ja, wo tue ich meine Thermoskanne rein? Die hätte ich mal mitbringen sollen. Ja, die bekommst du hochkant stehen, nicht rein, ne? Ja. Die Fachhöhe, die ist zu niedrig. Alles klar. Gut, hier noch ein kleines Ablagefach. Und hier diese Griffe, Euramobil, hatte ich auf ein paar Bildern gesehen. Da könnt ihr eure Geschirrhandtücher drüber hängen. Genau. Hm. Das ist gar nicht so schlecht. Was haben wir denn hier? Ist das ein Backofen? Das ist ein Backofen, Nora. Wie gesagt, Vollausstattung. Vollausstattung. Pizza. Komme ich sogar dran. Kompressorkühlschrank. Das ist. Ach so, wahrscheinlich muss ich den hier. Das ist dieser nette Kühlschrank, den man beidseitig öffnen kann. Genau. Mit schwarzen Türgriffen, Nora. Ja. Sonst sind ja die Griffe hier immer silberfarben. Stimmt. Hier ist es schwarz. Stimmt. Und dann hast du unten noch eine Klappe. Moment, der Kühlschrank hat ein Fassungsvermögen von 146 Litern. Ja. Ja, was ist das? Ah, auch eine Klappe. Guck. Na gut, da hast du. Das ja. Das ist genauso gebaut wie beim Hümer. Ne? Ja. Beim MLT. Ja. Da hast du auch unter dem Kühlschrank nochmal eine Klappe. Ja. Einen Stauraum. Ja. 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 Gut. So, das interessiert mich. Da wir in unserem Hümer MLT 570 auch ein Schwenkbad haben, bin ich ganz gespannt. Hier ist nämlich auch eins. Oh, Klapptüren. Das nimmt nicht so viel Platz im Raum weg. Ja. Ja, die Klapptüren. So, ich kann da auch mit Schuhen reingehen. Das ist schon richtig abgenutzt. Ich gehe auf die Banktoilette. Huh, der Deckel beult sich ein. Alles klar, Banktoilette bauen beide immer noch rein. Ja. Also das, okay. Auch ein schwarzer Wasserhahn, hier ein aufgesetztes Kunststoffwaschbecken, Ablage, Schrank,
Platz mit Steckdose. Ach, guck, eine ja. Steckdose im Bad. Ja. Dachluke ist verbaut, damit du die Feuchtigkeit auch rausbekommen kannst, ne? Bügel. Vom Duschen. Eine Bügeldachluke. Ja. Eine Bügeldachluke. Ja, gut, dass du es sagst. Dann klappt es ja. ja auch mit dem Trocknen der Handtücher, ne? Genau. Kannst du über den Bügel hängen. Ja. Dominierende Farbe der Ausstattungselemente, immer gerne schwarz. Ja. Ist ja so Zeitgeist, ne? Genau. Kleines Staubfach noch hier. Was habe ich denn hier? Ja, warte. Okay. Staufach noch hier neben dem Waschbecken. Und das da oben wusste ich auch nicht, aber da kann man was drüber hängen. Das machst du raus. Ach, du kannst hier mit nassen Jacken aufhängen. Ja. Das finde ich auch gut. Schön. Klappen. Oh. Wie wird denn bitte schön geduscht, Nora? Zeige ich dir. Magnet, mit Magnet. Hier hast du ein Magnet. Damit hält erstmal die Wand, die du schwenkst. Und hier, neben der Toilette, ist auch noch ein Magnet. Das ist das Gegenstück. Das ist das Gegenstück, wenn du es rumgeklappt hast. Mm. So, und dann hole ich mir hier an dem Griff, an dem du auch wieder ein Handtuch rüberhängen kannst, so, dass die Wand rüber. Zack, fertig. Ah, okay. Das ist eine riesen Dusche. Guck dir das mal an. Extra Armatur, auch in schwarz gehalten. Die ist riesenhaft. Das stimmt. Keine irgendwelche Einbuchtungen, Ablagen, wo ich dann abwischen muss. Also ihr könnt mit einem Wischer oder mit einem Du kannst sie abziehen. Ja. Rübergehen. Fenstergummi. Genau. Und hier hinter, ja. da ist ein Konvektor von der Alderheizung. Ja. Also eine Heizung im Bad. Ja. Zwei Bodenabläufe. Mhm. Konvektor, ja, dann kommt ja. hier die Wärme. Genau. Ja. Das ist ja ein großes Ding, weißt du? Die erinnert mich an eine separate Dusche. Ja. Vom Konstrukt her. Aber klar. Ne? Die Wände, ja. vorne die Tür. Ja. Das haben sie gut hinbekommen. Ja. Klasse. Ach ja, ne? Ich sag ja, wir haben uns wirklich gefreut, dass endlich jemand noch, und das jetzt eurer Mobil, Hümer hat ja nun doch wirklich über Jahre dieses Alleinstellungsmerkmal gehabt mit dem MLT und jetzt beginnt ein neues Zeitalter. Und ich wünsche mir noch mehr. Mehr, bitte mehr. Ja, alles klar, Bett. Hier kann man das rausziehen, verbreitern. Dann habt ihr eine große Fläche. Das ist schon mal gut. Matratze drauf. Jetzt muss ich das wieder reinkriegen. Alles klar, ein bisschen anheben. Ja gut, das hat eine etwas wackelige Anmutung, wenn ich ehrlich bin, du. Bertel muss es richten. Ah, jetzt. Ah, mit das Gefühl. Hast du angehoben oder was hast du Ja, gemacht? Ich habe nach rechts und angehoben. Und dann geht das aus einer Rastung raus. Ah. Und dann kannst du es reinschieben und mittels Pushlock verriegeln. Alles klar. Ja. Spannendes Fahrzeug. Kleiderschrank. Oder bevor wir anfangen, da unten haben wir wieder die, das sind die Lüftungs- man, Lüftungsgitter für die Heizung. Ja, B- und Entlüftung, also dass du den Wärmestrom hinbekommst. Ja, ne? Genau. Muss ich rein? Ah, da kann man reingucken. Ist das jetzt Frischwasser oder Abwasser? Warte, lass mich schauen. Ich würde mal sagen, hier sind Abwasser- und Frischwassertanken nebeneinander verbaut. Rechts mit der Reinigungsöffnung der Frischwassertank und links, das wird der Abwassertank sein. Mit Reinigungsöffnung ist der Frischwassertank. Da ist nämlich das Rad, das Rädchen für die Wasser. Stellung während der Fahrt. Ne? Da fährt man hier mit 25 Liter Fahrwasser. Schwupp. Ach, das ist das Bad. Ist hier Licht ist in der Dusche. Hier ist die Beleuchtung. Warte mal, ich wollte hier mal beide gleichzeitig aufmachen. Das geht nämlich. Beide Schranktüren. Dann kannst du da mal reinfilmen. Links ist ein größerer Kleiderschrank zum Jacken. Ach, die Türen kollidieren ja. nicht. Du kannst sie ja. beide aufmachen ja. gleichzeitig. So sieht das Ganze im rechten Schrank aus, der Stauraum, da ist ein Einlegeboden. Und im linken, da ist wieder Elektronik. Das da oben, das Silberne, ne? Das ist ein sogenannter Konvektor. Das müsst ihr euch vorstellen wie ein Heizkörper. Und da läuft das Warmwasser durch. Ja, Kleiderstange haben wir hier drin. Und ich bin völlig erschlagen von der Elektronik hier, du. Unglaublich. Das ist ja heute alles mit dem sogenannten Bussystem.
Also voll digitalisierte Welt. Bordpanel zur Anzeige der Füllstände und all das. Du kannst ja hier unheimlich viel digital steuern, bis hin über App-Steuerung, Nora. Wo ist das? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Wo ist das versteckt? Wir haben es gefunden. Hier kannst du alles einstellen, was du willst und ablesen, was du über dein Fahrzeug wissen möchtest. Frischwasser, Grauwasser. Das hat so eine Art von Touchscreen, haben wir im Hümer auch schon erlebt. Und das ist die neue digitale Welt. Ne? Wasserpumpe an, aus, Licht kannst du steuern, Strom, du hast hier einen kompletten Überblick. Und es leuchtet nachts nicht. Ja. Abgedeckt. Du hast eine Klappe davor. Ja. Hier nochmal zwei USB. Da hätte ich mir jetzt noch eine USB-C gewünscht. Aber das ist ja ganz simpel, das kann man ja machen. Und jetzt kannst du zuklappen. Und dann stören dich auch keine blinkenden Lichter. Ui, 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 ui. So, Treppe ins Bett. Erstmal Stauraum. Für mich immer am wichtigsten der Stauraum. Ich habe da ein kleines. Das gehört zur alte Warmwasserheizung. Ja, das in dem ist Oberschrank. Das ist der Ausgleichsbehälter für, ja, für die Flüssigkeit. Ne? Ist ja eine Wasserheizung. Ja. Und das Leitungssystem sieht man da so ein bisschen. Klar. Ja. Über dem Fenster jeweils so ein kleines Ablagefach. Hier gibt es Rollos. Das ist ja ein schönes, ja, Detail. Das passt zu den Farben. Ja. Die Fenster sind ganz schön groß. Ja. Also man kann toll rausgucken, aber liege ich hier im... Nö, es geht noch, denke ja, ich es mal. Ja, es ist knapp. Ne? Du denkst jetzt daran, dass ob du mit der Decke mit der Bettdecke ins Rollo reinkommst. Ja, ne? Genau. Mhm. Bettenmaße. Gerne. Ich gucke nur immer, ne? Ich bin wenn man selber rüberfährt, ist das logisch, ne? Und alles, was neu kommt und ähnlich ist. Und ach, das ist ja macht schon neugierig auf jeden Fall. Aber total. Bettenmaße, jetzt weiß ich nicht wo. Ein Bett ist 1 Zentimeter länger. Ich weiß nicht wo. Meinst du da? Ja. Dann haben wir hier 1,96 Länge, 1,95 Länge mal jeweils 80 Zentimeter in der Breite. Du hast oberhalb des Bettes am Schrank hast du einen Lichtschalter, ja, USB und 230 Volt. Das sehe ich von, ja, hier schon. Genau. Und, ja, natürlich Lesespots, ne? Ja. Schwanenhalslampen. Ja. Die schließen von alleine. Bis zu einem gewissen Punkt, dann spürst du so einen Widerstand. Hörst du schon? Einen habe ich schon klacken hören. Sauber. Die gehen aber gut, du. Ja. Da kommt ein Widerstand und dann, ja, kannst du loslassen. Ja. Sauber. Ja. Hast du noch Daten und Fakten für uns? Klare Sache. Eine Länge von 6,88 Meter hat der X-Tourer, eine Breite von 2,20 Meter, 2 cm schmaler als der Hümer MLT, ja, und eine Außenhöhe von 3,05 Meter. Eine Innenstehhöhe von 1,98 Meter. Betten hatten wir, Gas 2x11 Kilo, Frischwasservolumen 145 Liter und Abwasser 105 Liter. Stauraumklappen nochmal, 80 cm in der Breite, 1,05 Meter in der Höhe. Masse im fahrbereiten Zustand. Jetzt wird's spannend. 3.350 Kilo. Okay. Wandstärke und Dach 30 mm und der Boden hat eine Stärke von 85 mm. Ui. Da sind ja die Leitungen von der alten Warmwasserheizung eingebaut. Warme Füße. Auf jeden Fall. Sie stört nicht. Sie stört nicht. Warte mal. Warte mal, hochmachen. Oh, das haben Sie aber gut ausgemessen. Das passt. Passt. Solar auf dem Dach. 2x135 Watt. Und 330 Amperestunden Lithium-Batterien, ja, da ist ein Riesenkracher drin. Ja. Du hast einen Ladebooster verbaut zum Laden der Aufbaubatterie während der Fahrt. 60 Ampere. Okay, und du hast natürlich auch ein Netzladegerät, keine Frage. Ja. Und die Bedienung dieser ganzen Elemente läuft über ein Touchscreen-Bedienteil. Heute nennt man das ja alles busgesteuert.
Da bekommst du jede Info, die du brauchst über dein Fahrzeug. Wir haben eine Gasalde, Warmwasserheizung. Ja. Deshalb die 2x11 Kilo. Genau. Gas für Kochen und Heizen. Genau. Abwassertank ist natürlich beheizt, der ist im Boden integriert, wie der Frischwassertank. Nora, wie immer zum Schluss die Frage, was kostet denn der Spaß? Der Spaß kostet auf Sprinter Allrad mit 190 PS als 4,1-Tonner Anfangspreis 149.900. Und so wie das Fahrzeug hier auf der Messe in Stuttgart steht, mit Komplettausstattung und allen Paketen, 180.760 Euro. Das bewegt sich in einem völlig normalen Bereich, auch wenn man den Wagen jetzt mit Vollausstattung mit einem Hümer vergleichen würde, MLT, ja, bist du dort auch ganz schnell weit jenseits der 160. Ja. Ja. So sieht das aus. So, ihr lieben Camperinnen und Camper. Ja, das war's aus dem X-Tourer von Euramobil. Aus Stuttgart. Aus Stuttgart. Und jetzt müsst ihr entscheiden, Euramobil oder Hümer MLT. Welcher darf es denn sein? Mhm. Schreibt es uns bitte in die Kommentare. Welchen würdet ihr nehmen? Ja. Habt eine wunderbare Zeit. Lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns. Bis die Tage. Bleibt gesund. Ja, ganz wichtig, gesund bleiben. Tschüss. Tschüss. Tschüssikowski. Tschüssikowski. Nora, also pass mal auf, das Bad muss ich mir einfach noch mal angucken. Ich gehe da noch mal rein. Das finde ich so klasse. Ich gehe da noch mal rein. Nee. Vorsichtig. Ach ja, da muss man aufpassen. Hier, guck mal. Ja, den Wasserhahn darfst du nicht vergessen zu schwenken. Das ist beim Hümer auch so. Ja. Oh. Ja, naja, ist ja echt der Hammer. Ja. Das, guck mal, wie breit. Und hier kann ich nasse Jacken aufhängen. Was hält das auf? Ja, du, das geht schon. Ja. Das geht schon. Regenjacken. Die Wände sind alle versiegelt. Ich gucke da auf die Versiegelung an den Kanten. Ja, ne? Ja. Und das ist wirklich ein total praktischer Duschraum. Ja. Den kannst du richtig schön abziehen. Ja. Nur mit der Toilette haben sie es noch nicht, ne? Hümer und Euramobil. Du denkst an Trenntoilette, ja, ne? Mhm. Da gibt es ja verschiedene Systeme. Da trauen sich die Serienhersteller noch nicht so ran, ne? Da was anzubieten ab Werk. Mhm. Dann würdest du dir ja auch draußen die Klappe schenken können, ne? Eben. Sparen können. Ja. Ja. Eine Klappe weniger. Ist vom Autodesign und vom Anblick dann auch schöner. Ohne, ja, Klappe. Ja. Oder als Stauraum. Ja, doch, natürlich. Du könntest das natürlich umbauen und, mhm, dann als Stauraum nutzen. Genau. Völlig, völlig klar. Logisch. So, jetzt ein, ab. Ein helles, modernes Fahrzeug. Jetzt brauche ich einen Kaffee. Du, die Zeit bleibt nicht stehen, ne? Nee, die Zeit bleibt nicht stehen. Also immer her damit, mit neuen Fahrzeugen. Ja, neue Fahrzeuge und braucht neue Ideen braucht das Land, genau. Das ist der Gerhard Hassemeyer vom Autohaus am Petersberg. Er hat uns geholfen, dass wir hier einen tollen Termin haben, um den X-Tourer unter die Lupe zu nehmen.